Hi und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Jolifin Tutorials. Ihr wartet schon gespannt auf den zweiten Teil unserer großen Online-Schulung und heute ist es endlich soweit, Part 2. Es wird ums Thema Shellack gehen. Ich werde euch von Anfang an ganz detailliert und Step-by-Step erklären, wie ihr eine Shellack-Modellage richtig macht, wie ihr schonend für den Naturnagel arbeitet, was Shellack eigentlich ist und wo ist jetzt der Unterschied zu Gel und natürlich auch zeigen, wie ihr die Shellack-Modellage hinterher wieder entfernt. Und ich würde sagen, lasst uns gar nicht lange drum rumreden, los geht's nach dem Intro. Ich habe mir meinen Naturnagel hier bereits fertig vorbereitet, damit wir direkt loslegen können. Du brauchst jetzt erst einmal ein Tool, um deine Nagelhaut zurückzuschieben. Dafür verwendet man entweder einen Pro-Pusher oder ein sogenanntes Orangenholzstäbchen. Der Vorteil des Stäbchens im Vergleich zum Pro-Pusher ist, dass der Pro-Pusher etwas scharfkantiger ist. Für geübte Nageldesigner ist das ein Vorteil, du kannst dadurch die Nagelhaut genauso sanft, aber effektiv zurückschieben. Allerdings für Anfänger würde ich eher das Stäbchen empfehlen, denn der Pro-Pusher muss in einem bestimmten Winkel zum Nagel angesetzt werden. Er sollte nicht zu steil, aber auch nicht zu flach angesetzt werden, da sonst die Verletzungsgefahr etwas größer ist als beim Orangenholzstäbchen. Schnapp dir jetzt also das Tool, mit dem du dich sicher fühlst und schiebe deine Nagelhaut vorsichtig und ohne Druck nach hinten. Dabei schiebst du die sichtbare Nagelhaut nach hinten. Wenn du damit fertig bist, dann kommt darunter die unsichtbare Nagelhaut zum Vorschein. Diese solltest du genauso gründlich entfernen. Falls du keine Elektrofeile mit passenden Bits hast, dann kannst du das auch mit der Kante deiner Nagelfeile machen. Kürze dir deinen Nagel übrigens jetzt schon ein und bringe den Nagel in Form, denn später, wenn der Shellack drauf ist, dann solltest du nichts mehr an deiner Form verändern, um die Ummantelung, die den Shellack davor bewahrt, abzusplittern, nicht wieder wegzufeilen. Wie du einen Nagel richtig ummantelst, das zeige ich dir natürlich später ganz in Ruhe, wenn wir bei diesem Arbeitsschritt angekommen sind. Mattiere dir deine Naturnagelplatte sanft an. Das Ziel ist es, jede glänzende Stelle vom Naturnagel zu entfernen und somit den Fettfilm vom Naturnagel runterzunehmen und gleichzeitig die Nagelplatte anzurauen, damit der Shellack später richtig greifen kann. Es ist wichtig, dass wir immer schön fett- und feuchtigkeitsfrei auf der Naturnagelplatte arbeiten. Wenn du dir mit diesem Arbeitsschritt sehr unsicher bist, dann kannst du diesen Schritt alternativ auch mit einer 100 Grit Bufferfeile ausführen. Allerdings ist das nicht ganz so optimal, da der Buffer oft zu fein ist und eine Feile den Nagel schon deutlich besser anraut. Am Schluss solltest du keine glänzenden Stellen mehr auf deiner Naturnagelplatte finden. Wenn du übrigens noch Hilfe zur Naturnagelvorbereitung möchtest, dann schau dir gerne mal unser Video dazu an. Da erkläre ich dir ganz detailliert, wie du einen Naturnagel richtig auf eine Modellage vorbereitest. Und die Schritte sind im Prinzip immer dieselben, egal ob bei Gel, Acryl oder einer Shellack-Modellage. Ich verlinke dir das Video auch nochmal in der Endcard. Wichtig ist auch hier, immer ohne Druck zu arbeiten, damit du deine Naturnagelplatte schonst. Alternativ kannst du einen Fräserbit verwenden. Ich verwende hier gerne einen Kugelaufsatz. Der ist besonders schonend. Es gibt kaum bis gar kein Verletzungsrisiko. Wenn du dir nicht sicher bist, wie hoch die Drehzahl eingestellt sein sollte, ich arbeite immer so zwischen 10.000 und 15.000 Umdrehungen, dann teste einfach mal auf deinem Handrücken an, wie sich der Fräser im Lauf anfühlt. Es sollte niemals unangenehm auf deiner Haut sein. Hier siehst du ganz gut die Nagelhaut, die wir entfernen müssen. Diese weißen Rückstände würden später dazu führen, dass sich der Shellack an dieser Stelle liftet. Das bedeutet, das Material zieht Luft. Und um das zu vermeiden, entfernen wir gründlich die Nagelhaut. Mit der Feile funktioniert das folgendermaßen. Du kippst dir die Feile in so einem Winkel an, dass sie so richtig schön in die Kante deiner Nagelhaut rutschen kann und die dort liegende Nagelhaut richtig entfernt. Sei hierbei gründlich, aber auch vorsichtig. Du kannst die Kante deiner Feile wie einen kleinen Radiergummi nutzen, um so richtig schön in jede Ecke und Kante hineinzugelangen. Wir möchten beim Anrauen immer vermeiden, dass sich der Naturnagel ausdünnt. Das würde passieren, wenn wir mit so viel Druck auf der Naturnagelplatte feilen oder eine gröbere Feile als 180 Grit verwenden. 150 Grit oder gar 100 Grit sind nicht zum Anmattieren der Nagelplatte oder zum darauf feilen gedacht. Die sind wirklich nur dazu da, um Material zu befeilen. Mit deiner Elektrofeile würdest du jetzt so weitermachen. Mit dem Kugelbit arbeite ich vor. Ich nehme also erstmal die grobe Nagelhaut von der Platte und lege mir die Nagelplatte etwas frei, um dann mit einem spitzeren Nagelbit so richtig schön in die Kanten hineinzugelangen. So hole ich mir die ganze Nagelhaut auch so richtig schön aus dem Nagelfalz heraus.
Das ist genau das Gleiche, das wir vorhin auch mit der Feile gemacht haben. Es geht nur in der Regel etwas schneller und ist für Anfänger sogar auch etwas leichter als mit der Feile. Wenn du deine Nagelhaut jetzt wirklich gründlich entfernt hast und du keine Reste mehr auf der Naturnagelplatte finden kannst, dann wird es Zeit für den Dehydrator und den Primer. Der Dehydrator und der Primer werden immer auf dem Naturnagel aufgetragen, nicht aber auf Materialien wie zum Beispiel einem Tipp zur Verlängerung. Der Dehydrator entzieht dem Naturnagel Feuchtigkeit und der Primer bereitet ihn so vor, dass das Gel oder Acryl oder auch der Shellac nachher besser greifen kann. Es gibt übrigens verschiedene Primer, die auf verschiedene Art und Weisen arbeiten und wirken. Bei einem Primer, der an der Luft trocknet, so wie bei diesem Primer hier, ist es wichtig, dass du ihn gut austrocknen lässt und erst dann mit deiner Modellage weitermachst. Wir tragen jetzt unseren Basecoat auf. Eine Shellac-Maniküre besteht immer aus drei Steps. Einmal dem Basecoat, dann der Farbe und dem Topcoat. Der Basecoat wird immer in einer dünnen Schicht aufgetragen, dann erst einmal ausgehärtet und dann wird noch einmal eine etwas sattere Schicht in Kombination mit einem leichten Aufbau modelliert. Das hört sich jetzt wahnsinnig schwierig an, ist es aber gar nicht. Ich zeige dir, wie das funktioniert. Welche Farbe ich dir als Allrounder übrigens unbedingt ans Herz legen würde, ist die Farbe Make-up. Das ist ein wunderschöner Nude-Ton, den ich für fast alles verwende, was mit Babyboomer, French Designs oder auch einem Naturlook zu tun hat. Superschön, sollte definitiv in deinen Warenkorb. Außerdem brauchen wir zum Weitermachen jetzt einen Feinliner und zwar am besten einen kurzen und möglichst dünnen Pinsel. Damit ziehen wir nachher nämlich unseren kleinen Mini-Aufbau so richtig schön glatt und er ist als Hilfstool unverzichtbar. Es gibt verschiedene Basecoats. Dieser hier ist zum Beispiel mit Keratin. Darin enthalten sind pflanzliche Wirkstoffe, die gleichzeitig pflegend und schützend für deinen Naturnagel wirken. Den Basecoat trägst du jetzt erst einmal in einer dünnen Schicht auf deinen Nagel auf. Achte dabei darauf, dass du deine Nagelhaut nicht berührst. Es sollte also kein Gel in die Ränder laufen. Die Spitze deines Nagels wird mit Hilfe des Pinsels einmal schön ummantelt. Das schützt nämlich später deinen Shellac vor dem Abplatzen. Das härtest du jetzt 60 Sekunden unter LED oder 120 Sekunden unter UV-Licht aus. Während wir aufs Aushärten warten, erkläre ich dir einmal kurz den Unterschied zwischen einer Shellac- und einer Gelmodellage. Eine Gelmodellage wird viel doller modelliert, das heißt, du bildest einen richtigen Aufbau, der dann bis zu 50 Mal stabiler ist als dein eigener Naturnagel. Damit kannst du also auch eine Verlängerung zum Beispiel wunderbar arbeiten. Shellac ist eine Naturnagelverstärkung, also quasi ein lichthärtender und langhaltender Nagellack. Damit kannst du nicht verlängern, denn der fehlende Aufbau sorgt dafür, dass die Stabilität das nicht hergeben würde. Trotzdem hält ein Shellac wunderbar 3 bis 4 Wochen durch, bis er wieder erneuert werden muss. Jetzt nehmen wir nochmal eine kleine Menge unseres Basecoats auf und setzen ihn auf dem Nagel ab. Dann verteilst du ihn dir erst einmal über deine komplette Nagelplatte, bevor du mit Hilfe deines Nail Art Pinsels anfängst, kleine Unebenheiten im Nagel zu korrigieren. Du erkennst sie wunderbar, indem du deinen Nagel unter deiner Lampe ein bisschen bewegst. Je nachdem, wie sich das Licht bricht, also ob es gleichmäßig über deinen Nagel läuft oder ob es springt und sich bricht, kannst du ganz gut erkennen, wo du noch Unebenheiten hast und wo du noch nacharbeiten musst. Dort platzierst du dir dann mit Hilfe deines Pinsels einfach etwas mehr Gel und schaffst somit eine gleichmäßige Oberfläche. Lasse dir bei diesem Arbeitsschritt wirklich ausreichend Zeit, arbeite in Ruhe und versuch die Oberfläche so ordentlich und gleichmäßig wie möglich auszuarbeiten. Kontrolliere, bevor du deinen Nagel aushärtest, ob du mit deinem Ergebnis zufrieden bist. Und falls dir mal etwas Material in den Rand laufen sollte, ist das überhaupt nicht schlimm. Du solltest es nur entfernen, bevor du deinen Nagel aushärtest. Am besten machst du das mit einem Silikontool, zum Beispiel einem Hufeisenstäbchen. Auch dieser Arbeitsschritt härtet jetzt wieder in 60 Sekunden unter LED und in 120 Sekunden unter UV-Licht aus. Anschließend entfernst du die Schwitzschicht. Das ist die Schicht, die etwas klebrig ist und nach dem Aushärten auf dem Nagel zurückbleibt, mit einer Zillette und etwas Cleaner. Du kannst jetzt 2 Optionen wählen. Entweder du sagst, ich habe gut genug vorgearbeitet und bin mit der Oberfläche meines Nagels absolut zufrieden, dann kannst du direkt die Farbe auftragen. Oder du schnappst dir einen feinen Buffer und bufferst noch einmal vorsichtig über deinen Nagel. Wenn du diesen Schritt auslässt und direkt mit der Farbe weitermachst, dann musst du auch nicht zwischendurch cleanern. Du kannst direkt mit der Farbe weitermachen. Ich persönlich mache es aber trotzdem ganz gerne so, dass ich noch einmal über die Oberfläche buffere, besonders auch in den seitlichen Rändern und den
den Ecken meines Nagels, um die Oberfläche wirklich perfekt zu bekommen. Aber Vorsicht, hier gibt's eine Sache zu beachten. Der freie Nagelrand wird nicht mehr befeilt, auch nicht gebuffert, denn wir möchten uns ja die Ummantelung, die wir geschaffen haben, nicht wieder entfernen. Deshalb sollst du auch die Form ganz am Anfang im Zuge der Naturnagelvorbereitung schon ausarbeiten. Anschließend wird nochmal entstaubt, das mache ich einfach mit Hilfe von einer Nagelbürste und hinterher trage ich meine Farbe auf. Shellack wird grundsätzlich in zwei dünnen Schichten auf den Nagel aufgetragen. Ich achte dabei darauf, dass sich nicht zu viel Material auf meinem Pinsel befindet, setze ihn an und bedecke meinen Nagel erst einmal vollständig mit einer dünnen Schicht Farbe. Anschließend ziehe ich mir die Farbe etwas gleichmäßig nach vorne aus und härte auch diese Schicht wieder aus. Das härtet übrigens in 30 Sekunden unter LED aus. Für UV würde ich hier 60 Sekunden wählen. Bestimmt hast du schon mal was von schwebend arbeiten gehört. Damit ist gemeint, du sollst deinen Pinsel möglichst sanft und ohne Druck über deinen Nagel gleiten lassen. So verhinderst du nämlich, dass die Farbe schlierend zieht und ungleichmäßig wird. Also üb nicht zu viel Druck mit deinem Pinsel auf, sondern versuche, dass der Pinsel das Material möglichst schön sanft mit sich mitnehmen kann. So erhältst du nämlich bei jedem Shellack, jedem Farbgel und auch bei deinem Gloss ein schönes, sauberes und vor allem streifenfreies Ergebnis. Auch bei der zweiten Schicht ummantle ich vorne noch einmal das freie Nagelende und ziehe mir mit ein, zwei Strichen die Oberfläche noch einmal glatt. Nach dem Aushärten sieht mein Nagel jetzt so aus. Übrigens, falls sich der Lack einmal zusammenziehen sollte und du nicht genau weißt, woher das kommt, dann hast du ihn vermutlich zu dick aufgetragen oder ihn beim Aushärten unterbrochen. Das solltest du unbedingt vermeiden, damit ein glattes, ebenmäßiges und schönes Ergebnis entsteht. Jetzt muss unser Nagel aber noch versiegelt werden. Dafür verwende ich jetzt den Topcoat. Wenn du die Nägel nämlich später wieder ablösen möchtest, also deinen Shellack mit dem Remover entfernen willst, dann ist es wichtig, dass du den Shellack Topcoat und den Basecoat verwendest. Du kannst theoretisch natürlich auch ein Rubbergel als Grundierung und ein Lavini Glanzgel als Gloss verwenden, aber dann kannst du die Nägel nicht mehr so einwandfrei ablösen, wenn du die Remover-Technik anwenden möchtest. Deshalb verwenden wir hier den Topcoat und der wird im Prinzip aufgetragen wie eine satte Schicht Nagellack. Und auch hier ummantle ich mir wieder ordentlich die Kante meines freien Nagelrandes. Fertig ausgehärtet sieht mein Nagel jetzt so aus. Der letzte Schritt, den du jetzt noch tun musst, ist den Nagel abcleanern, denn der Topcoat hat eine Schwitzschicht. Die entfernst du einfach mit einer Zellette und etwas Cleaner. Anschließend trägst du dein Nagelöl auf und fertig ist deine Shellack-Modellage. Natürlich zeige ich dir jetzt auch noch, wie du deinen Shellack wieder entfernen kannst. Dafür gibt es zum einen die Möglichkeit, das Ganze einfach mit der Feile oder dem Fräser zu entfernen. Oder du benutzt die sogenannte Remove-Technik. Dafür haben wir den Shellack-Remover und einige Hilfsmittel. Das hier sind zum Beispiel sogenannte Remover-Caps. Du legst deinen Finger rein und die kleine Klemme hilft dir dabei, dein getränktes Pad auf dem Finger zu fixieren. Diese Pads tränkst du immer in Shellack-Remover und befestigst sie dann entweder mit dem Tape oder mit der Alufolie auf deinem Finger. Das ist übrigens auch das Besondere an Shellack und das unterscheidet ihn auch zum Beispiel von einer Gelmodellage. Du kannst ihn ganz einfach mit dem Remover ablösen. Er dringt ins Material ein, löst es an und sorgt dafür, dass du es hinterher ganz einfach und schonend vom Nagel ablösen kannst. Das ist wirklich eine super schnelle und angenehme Variante, da sie sehr einfach funktioniert. Vorher aber ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Shellack-Modellage etwas anraust. Du musst die Oberfläche deines Nagels vor dem Einwirken ordentlich anrauen. Das machst du am besten mit einer 180-Grit-Feile. Du kannst hier gerne auch 150-Grit verwenden, ganz wie du möchtest. Und gehst dann einfach ein paar Mal über die Oberfläche deines Nagels, damit der Remover nachher richtig eindringen und wirken kann. Aufgefüllt wird der Shellack nach 3 bis 4 Wochen, wenn er zu weit rausgewachsen ist. Dafür musst du ihn auch nicht komplett lösen. Du kannst das Material einfach ca. zu 60% abtragen und deine Modellage erneuern. Vorher natürlich die Naturnagelvorbereitung nicht vergessen. Wenn du deinen Nagel dann ordentlich angeraut hast, dann tränkst du das Pad in Remover. Übrigens haben wir hier auch fertige Pads, die sind schon getränkt. Du machst sie nur noch auf und setzt sie auf den Nagel. Auch eine sehr praktische Sache. Danach wird das Ganze ordentlich festgedrückt und falls dir das jetzt noch zu locker ist, kannst du es mit dem Cap fixieren. Ich finde aber, dass das auch so schon immer ganz gut hält.
Der Remover muss jetzt 15 Minuten einwirken. Hinterher nimmst du das Cap einfach ab und fängst an, mit einem Rosenholzstäbchen vorsichtig und mit leichtem Druck deine Shellac-Modellage zu lösen. Du siehst schon ganz gut, dass das ganz einfach funktioniert. Wenn es noch ein bisschen zu fest ist, dann setz das Cap einfach nochmal auf und lass es nochmal ein paar Minütchen einwirken. Du musst dabei nicht viel Druck aufwenden, der Shellac löst sich wunderbar vom Nagel ab. Ich mache das übrigens auch ganz gerne so, dass ich nicht alle Caps auf einmal abnehme, sondern schön Finger für Finger vorgehe. So können die anderen noch etwas einwirken und der Shellac wird nicht in der Zwischenzeit schon wieder zu fest. Hinterher befeile ich meinen Nagel noch ein bisschen, nehme mir somit also die noch gröberen Partikelchen vom Nagel runter und buffere dann meinen Nagel an. Zunächst einmal mit der etwas gröberen Seite des Buffers und dann mit der feineren. Jetzt kannst du deinen Nagel auch direkt einkürzen und ein bisschen in Form bringen. Du kannst jetzt mit einer Polierfeile auch gerne noch deinen Nagel etwas nachpolieren und ein schönes pflegendes Nagelöl auftragen. Falls jetzt noch Fragen offen sein sollten, dann stell sie mir wie immer bitte gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. In der Endcard habe ich dir noch zwei weitere Videos verlinkt, die dich vielleicht interessieren könnten. Und ich freue mich schon auf den nächsten Part unserer großen Online-Schulung. Bis dahin, eure Biene.